jetzt sind wir auch am Stand von Pegasus zu den Brettspielen. Hallo erstmal. Hallo. Hallo. Man darf euch ja beglückwünschen. Ihr habt ja nicht nur Spiel des Jahres, sondern auch Kennerspiel des Jahres den Preis geholt. Ja, das stimmt. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her und für uns immer noch eine mehr als große Auszeichnung. Und das hat eine enorme Bedeutung für den ganzen Verlag. Und wir sind mehr als glücklich, dass die Arbeit, die wir in den letzten Jahren in unsere Spiele gesteckt haben, dann auch entsprechend dieses Jahr gleich doppelt honoriert wurde. Vielleicht gehen wir nur ganz kurz drauf ein. Ich sag mal, Camel Up ist jetzt vielleicht weniger unsere Zielgruppe, aber worum geht's? Ja, in Camel Up gibt es das verrückteste Kamelrennen der Welt in der Wüste. 5 Kamele rennen um die Wette und die Spieler müssen darauf wetten, welches Kamel wann vorne ist. Und Istanbul? Ja, bei Istanbul muss man als Händler geschickt umherreisen im Istanbuler Stadtviertel auf dem Bazar und muss Waren tauschen und letztlich an die begehrten Rubine heranzukommen, mit der man dann den Sieg erringen kann. Ja, ganz einfaches Kennerspiel, kann man in einer Stunde spielen, die Regeln sind auch nicht kompliziert. Also ja, rundum tolles Spiel. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal. So, dann machen wir auch weiter mit Munchkin. Genau, zu Munchkin gibt es dieses Mal echt viel Neues. Das Größte haben wir hier unten stehen, das ist Munchkin Panic. Das ist dieses da. Das ist eine eingedeutschte und eingemunchkinte Version von Castle Panic. Man hat nämlich hier auf dem Spielfeld in der Mitte eine Burg und rundherum rücken lauter Monster immer näher, die die Burg einreißen wollen. Das wollen wir natürlich nicht und wehren uns dagegen. Und eigentlich ist es kooperativ, aber weil es Munchkin ist, ist es natürlich nicht so ganz kooperativ. Es gibt natürlich am Ende nur einen Sieger, der die meisten Monster besiegt hat. Und dem Munchkin-Kenner dürften auch die Monster bekannt vorkommen, also der Pavillon, die Topfpflanze, die 3872 Orks und so weiter. Das Ganze macht man über Kämpfer mit Waffen, die auch bekannt vorkommen, auch wieder natürlich Zeichnungen von John Kowalisch. Und es ist echt ein simples Spiel eigentlich, macht aber echt Spaß und ja, gerade mit dem Munchkin, mit dem Humor obendrauf, echt ein gutes. Wunderbar. So, dann haben wir hier Munchkin Deluxe. Genau, Munchkin Deluxe ist genau das, wonach es klingt, nämlich Munchkin mit Sonderausstattung sozusagen. Es gibt zusätzlich zu Munchkin Grundspiel noch ein Brett, auf dem man die Punkte abtragen kann. Das heißt, man muss nicht mit Würfeln fuddeln, sondern kann damit seinen großen Plastikfiguren durchrücken. Und ja, das dritte zu Munchkin ist Loot Letter. Dankeschön. Genau, Munchkin Loot Letter ist eigentlich Love Letter, aber im Munchkin Gewand. Und man kämpft nicht um das Herz der Prinzessin und man schreibt auch keine Liebesbriefe, sondern man kloppt sich und kämpft um Schätze. Sehr cool. So, wir machen dann direkt weiter mit Smash Up. Ja, wir kennen natürlich die kleinen Boxen. Das hier ist jetzt die Geek Edition. Genau, richtig. Das ist jetzt eine große Box für Smash Up, die endlich genug Platz enthält, um alle Smash-Up-Teile, die bisher erschienen sind und auch einige der kommenden Smash-Up-Erweiterungen in einer großen Box unterbringen zu können. Das ist aber noch nicht alles. Enthalten ist auch noch eine weitere Fraktion, die vielen Geeks und Spielern im Internet bekannt vorkommen dürfte. Behandelt nämlich die Personen rund um Tabletop, rund um Will Wheaton, der ja sehr erfolgreich in den USA und inzwischen auch Europa ist mit seinem Internet-Video-Format und dort Spiele vorstellt, und die Macher des Konzeptes sind hier auch als eigene Fraktion damit vertreten. Genau, ja. Und wie gesagt, genug Platz, um alles unterbringen zu können in dieser großen Box. Ich wollte gerade sagen, den Platz braucht man auch, denn neu raus ist die Erweiterung Monsters. Monster Smash, richtig, genau. Rechtzeitig zum Spiel ist auch noch Futter für die Box erschienen, die wir dann auch gleich mit neuen Karten füttern können. Jetzt haben wir hier bei Smash Up eine Erweiterung, die man zu zweit spielen kann. Das sind also wieder 4 Fraktionen enthalten oder aber die man mit seinen anderen Spielen kombinieren kann, sodass man dann auch mit bis zu 4 Spielern den Smash Up Mix Spaß am Tisch erleben kann. Die Fraktionen, die jetzt hier drin enthalten sind, sind allesamt mit Grusel-Horror-Thema behaftet. Wir haben Werwölfe, wir haben jetzt Vampire, verrückte Wissenschaftler, die hier Frankensteins Monster kreieren. Und wir haben auch noch die klassischen Riesenameisen, die jetzt für Schrecken sorgen auf dem Spieltisch. Sehr cool. Ja, dann haben wir als nächstes, glaube ich, Lost Legacy. Wir hatten ja eben schon mal Loot Letter und Lost Legacy geht ja im Prinzip in die gleiche Richtung. Genau, auch das ist ein Abkömmling von Love Letter sozusagen, aber deutlich, also nicht deutlich komplexer, aber ein bisschen komplexer. Im Original war das ein Grundspiel und eine Erweiterung. Bei uns gibt es das in einer Box
Und das sind quasi zwei Spiele, die nach dem Love-Letter-Prinzip funktionieren. Und man kann sie kombinieren, man kann sie einzeln spielen und damit eben noch mehr Love-Letter-Spaß erleben. Gerade für die Spieler auch gut, die es schon oft gespielt haben und die es auch gerne in einem anderen Thema noch erleben würden. Sehr schön. Ja, wir haben ja auch gesagt, was auch immer geht, sind Piraten. Richtig, genau, Piraten im weitesten Sinne. Wir haben hier noch drei Spiele. Eins davon ist schon vor ein paar Monaten erschienen. Das andere ist vor zwei Wochen erschienen und das ist brandneu zur Spiel erschienen. Alles am Spielen irgendwo auf hoher See, deswegen stelle ich sie auch in einer Reihe vor. Ganz neu ist der nächste Teil aus der Flux-Reihe, die wir auf Deutsch veröffentlicht haben, dreht sich jetzt hier komplett um Piraten und Freibeuter und alles drumherum. Ist das Flux-Prinzip aber gleich geblieben. Die Regeln ändern sich während des Spiels die ganze Zeit. Das Ziel des Spiels ändert sich die ganze Zeit. Das kann man allerdings alles noch mit einem Piratenthema versehen. Hook ist schon vor einiger Zeit erschienen, passt aber auch gut in die Piratenschiene. Das ist ein lustiges Familienspiel, das man aber auch als Vielspieler mal als Absacker ganz gut spielen kann. Es geht darum, dass man ein Plättchen auf den Tisch legen muss. Das macht jeder Spieler und dann muss man das mit einem Zielplättchen abdecken und alles, was sich darunter befindet, was aus den Bullaugen hervorschaut, das wird dann entsprechend gewertet und so muss man dann Papageien sammeln, die das Prestige eines Piraten bemessen. Man muss andere Piraten mit Kanonenkugeln beschießen. Hat also ein witziges Thema für die ganze Familie oder eben als lockerer Absacker dann mal nach einem Spieleabend geeignet. Ja, und das ist jetzt Robinson Crusoe Erweiterung. Wir haben es ja auf, letztes Jahr auf der Spiel vorgestellt. Richtig. Das große kooperative Spiel, was wir jetzt vor einiger Zeit schon veröffentlicht haben, Robinson Crusoe. Die Spieler sind auf einer einsamen Insel gestrandet und müssen versuchen, am Leben zu bleiben, Nahrung zu finden, sich einen Unterstand zu bauen und die Insel zu erkunden. Jetzt haben wir für das kooperative Spiel eine Erweiterung rausgebracht, die eine gesamte Kampagne umfasst. Man spielt also einzelne Szenarien, die aber insgesamt in einer Reihe stehen und dann am Ende eine große Kampagne ergeben. Wir begleiten Charles Darwin auf seiner berühmten Forschungsreise. Deswegen heißt die Erweiterung auch die Fahrt der Beagle. Die Beagle war das Forschungsschiff, auf dem er unterwegs war. Und ja, spielen mit ihm zusammen die ganzen Erlebnisse nach, die ihn dort erwartet haben. Sehr schön. Das war aber auch nur eine kleine Auswahl. Wie gesagt, wer natürlich die ganze Auswahl hat, bei euch am besten auf der Seite umschauen. Also es gibt noch jede Menge mehr zu entdecken. Ganz genau, richtig. Einiges haben wir auch schon auf der RPC vorgestellt, zum Beispiel Crossmaster, unser Miniaturenspiel. Da sind jetzt auch auf der Spiel neue Elemente dazu erschienen. Wir haben die Booster der Season 2, es sind also jetzt neue Figuren, die wir jetzt seit diesem Wochenende endlich veröffentlichen dürfen. Das Grundspiel ist jetzt auch, unsere Version des Grundspiels ist jetzt auch verfügbar. Wir haben neue Spielpläne rausgebracht und es geht auch Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres und das ganze Jahr über hinweg weiter mit Crossmaster in allen Varianten. Okay. Dann erstmal wieder vielen Dank. Wir sehen uns zur RPC wieder mit den Neuheiten dann. Gerne, ihr seid wieder herzlich eingeladen. Bis dann. Ciao.